Hallo Freunde der Landwirtschaft, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge LS15 Multiplayer Let's Play auf der im Waldkader Map. Mit dabei ist der Steffen. Hallo. Ja, und wie man schon daneben gesehen hat, leicht eingeblendet, er hat's geschafft. Yeah. Frohes neues Christian. Ja, danke, danke, Ja, danke. ja, der Christian ist natürlich jetzt happy. Rechner läuft, Spiel läuft. Das Warten hat ein Ende. Gott sei Dank. Ja, deswegen ich will ich nicht lang ufalle, ran an die Arbeit. Schaff was, hast noch einiges aufzuholen. Steffen wird zwei gerne Bier trinke. Nee. Sehr Der Steffen, der kann hingehen, kann mal ein bisschen Gras mähen und gleichzeitig insammle. Ich gehe hier und fahre noch Hänger Kompost weg. Noch ein bisschen Kohle hole. Und dann holen wir uns Wasserfass, dass wir die Kühe mit Wasser versorgen. Beziehungsweise auch gleich mal ein bisschen dann die Gewächshäuser auffüllen mit Wasser. Dass wir das Ganze noch ein bisschen mit inbinden. Ja, das war jetzt eigentlich so zum Großen und Ganzen, was wir jetzt erstmal vorhaben. Christian, dann erzähl mal in der Zeit, was du so gemacht hast ohne LS. Ja, mich geärgert, sag ich mal. Ja, das glaube ich. Ja, das Ja. ist, wenn man halt, gut, aber warst du zum Glück bei deinem PC-Fachverkäufer deines Vertrauens? Drücke mal so aus, ja. So, der Platz war zu eng. So, So. GPS an, sehr gut. Recherche, so jetzt geht er. Ja, und das Ganze hat bei dir angefangen mit Windows 10, ne? Jawohl. Nur mal so nebenbei am Rand erwähnt, falls sich irgendeiner fragt, was das Problem ist. Es war Windows 10. Und Ja. dann das Zurückpatch aufs 8er, das hat er dann einiges verschossen, ne? Ja, die komplett, also die überwiegend registrierte Datei von Windows. Ja. Was laut Media, sage ich jetzt mal, ich will jetzt keinen Namen nennen, nicht passieren sollte. Dürfe, je nachdem. Auf jeden Fall war so schön die Action. Da konnte ich jetzt halt nur offline spielen, also nur offline spiele, Ja. weil mein Netzwerk hat dann dadurch zerstört ist. Ja. Ja, aber jetzt geht's hier los. Jetzt ist aber auch dabei. So sieht's aus. War komplett schräg. Jetzt kann auch die V2 rauskommen. Ja, jetzt kann ich die V2, weil jetzt brauche ich nicht die V2 überspringen. Im Drescher da. Ja, kannst du direkt die V2 spielen, Ja. Ja, also jedem, wo Windows 10 benutzen will, bring er weg. Wenn man zurückpatcht, dann geht nichts mehr. So, jetzt haben wir 48.000 und der Kotte kostet 45.000. Jetzt bin ich mal überlegt, fahre ich noch einen Hängerkompost weg? Mathe. Ja, einer fahren wir noch, dass wir noch ein bisschen Geld haben. Nicht, dass wir gleich ins Minus rutschen. Nur. Weil wenn ich Wasser auffülle, das kostet ja Geld. Denn nicht alles mit da, was ist da los? Hänger steht am Feldrand. Alles gleiche. Ab und zu lässt der Drescher da ein bisschen Raps stehen. Das war kicken. Ja, muss glaube ich das Mähwerk bisschen kleiner schalten. Na, jetzt kriegen wir schon nicht runter, Oh. Denkt. was? Bin Spiel rausgeflogen. hängt. Spiel hängt. Bin raus. Ich auch, ja. Komisch. Ich nicht. Okay. Warte, wir kommen wieder. Dann locken euch nur mal hin.
Also schön am Fahrer gewesen und dann sind wir hoppla. Ja, ich fahre jetzt einfach schnell bei Rot drüber, weil anders, wenn ich nicht am Fahrer bleibe, dann kriegen wir gar nichts mehr gemacht. Durch die ganz ja. Synchronisation. So, jetzt synchronisiere jetzt mit einem Spieler. Ja. Hei, hei, hei. Oh. Nummer uno. Christian ist da. Steffen, was ist bei dir? Bei mir lädt's noch. Geht bloß mal Lenkrad irgendwas. Ah, jetzt synchronisiert's. Komm, spreng rum auf die 100. Da sind wir jetzt hin. So, jetzt. Gehen bloß mal Schaltflippe nicht. So, den lassen wir jetzt so stehen. Ich fahre mir jetzt das Kottefass hole. Jetzt. Und dann füllen wir das mit Wasser. Und dann fahren wir doch erstmal bei die Kühe. Oh, die Leitung ist wichtig, ja. Und bei die Schof, die haben ja auch noch kein Wasser. Hast du das war verloren? Mein Fehler, ich hab's Gewicht abgehungen, nicht der Hänge. Oh. Denke mal, was ist das Leitern du? Hallo? Wer hat denn das verloren? Also ich bin mit Innenasig gefahren, deshalb hab ich's nicht gesehen. Saftlade. Saftlade, ja. Das Mähwerk steht ja auch noch da. War mal vorgewendet. So, nehmen wir das kleine Fass, kaufe und das nehmen wir gerade in blaue, weil wir Wasser mitfahren, hä? Ja. Alter, mal Deutsch fahrt über 100, ne? Was? Ah jo, irgendwas, irgendwas du da gerade nicht passen. Hast du die NOS-Version? Ja, da hat für Christian wahrscheinlich irgendwas gepimpt an dem Ding. Ja. Ja, ja. Anderer Sprit drin. Puma-Sprit. Puma-Sprit, ja. So ungefähr, ja. So schnell wie Puma und so stinkt's auch. Ja. So. Jetzt füllen wir den Wassertrailer mit Wasser auf. Und wo man das macht, zeige ich euch jetzt, weil ich glaube, es gab immer noch welche, die wohl nicht ganz genau wissen, wo man Wasser auffüllt auf dem Hof oder beziehungsweise auf der Map. Es gibt doch. Müsste ich jetzt aus dem Stegreif ahnen. Dann pass mal auf. Ist zwar nichts, aber ich pass auf. Ey, hört mir noch angehubt von der Seite. Und zwar mitte auf dem Hof. Mhm. Ist ein Wasserbrunnen. Naja. Ich
Ich würde jetzt sagen, dann fülle ich auf, dann kannst du gucken kommen. Und zwar da. Zack. Der war schon. Mensch, komme. Ja. Bald wird das gelöscht. Ah ja. So, machen wir mal ein Bild. Oh, schönes. Schlumpflaute. Ja, ja. So. Bild gemacht. Ey. Oh. Ey. Ja. Meins. Kann manuell tappen müssen, weil mein Schaltwipper hat irgendwie gelöscht bei beim Restart. Okay. Warum weiß ich jetzt auch nicht. Naja, das wichtigste läuft hier noch. Ja. Ja, schwierig offline bleiben wir in. Sollte kein Problem sein. Weil Video weg haben wir uns hier schon intensiv mit befestigt, beschäftigt, so. G27 in der Stelle. Jo, das war ja. Dann der 2,5 schon. Ja. Ja, aber das war meistens nur auch dann am Schluss mit dem Joystick noch dazu machen, wo es dann so lange gedauert hat. Ja, gut, das muss man zusagen, ja. So, die Lamus bekommen Wasser. Yeah. Wasser auffüllen, R. Gut. War das gedüngt, das Feld? Nee, ne? Nee, ich glaub nicht. So. Ich hab nämlich. Ich hab nämlich erst 47%. Okay. Dann füllen wir damit Wasser auf. An die Schafe auch Wasser. So. Und dann fahren wir, den ich sah, an die Gewächshäuser. Kippen dort ein bisschen was drin. Ja. Die sind jetzt alle beide, also alle noch nicht aufgefüllt, ne? Gewächshäuser. Bei den Gewächshäusern ist noch gar nichts aufgefüllt, ne. Ah, okay. Also die Kühe haben Wasser und die Schafe. Mal gucken, was da hingeht für beide Gewächshäuser. Bin ich mir auch nicht so ganz. Da sind wir nämlich schon vorbei. Da geht's nicht. Ich sag, füllen wir gerade da auf. Der guckt dir das mal, ob in der Anzeige, was ist denn, was der fährt. 61. Ich hab die Ortszeit gerade aus. 62, komm mal so viel. Was zeigt bei dir? Also zwischen 70 und 100. Ja, also laut meiner Anzeige war jetzt 62,6. Ja, bei mir auf der Ortszeit du das bei wie bei mir auf dem Tower Ortszeit. Ja. So, dann haben wir da den Trigger für Wasser. Ja, ich sag, bei der Tiger im Tank sind, ne? Ich muss so. Ja. Mietvertrag läuft aus, ne? Oh mein Gott. Oh je, oh je. Mal gucken, wie viel Wasser da hingeht. Da ist noch ein bisschen, ja. Sollen wir sie komplett voll klatschen, hätte ich sagen mal. Ja. Ja, ja, klar. So, dann machen wir jetzt mal am ersten. Dann fahren wir da hin ans zweite. Teste, gucken wir mal, was hingeht. Jo.
Gut. Dann würde ich sagen, füllen wir dann wieder. Machen den Rest Wasser noch voll bei dem zweiten Gewächshaus und beim dritten füllen wir auch noch komplett auf. Und dann fahren wir das restliche. Beziehungsweise müssen wir wahrscheinlich eh nochmal auffüllen gehen. Nur bei die Schweine und die Rinder, dass die auch voll sind. Und eventuell die Kartoffelwaschanlage, ne? Ja. Die auch gleich voll machen. Dass, wenn wir es in Betrieb nehmen, dass alles gleich startklar ist. Steffen, der mäht Gras, der fährt das dann gleich an die Futtermischstationen, dass die auch dann voll sind, dann ist auch alles drin. Dann hätte ich fast gesagt, dann haben wir fast alles, was man in Gang bringen muss oder in Gang zu bringen geht, fast in Gang gebrungen. Hottel Tottel. Was machen wir mit dem Raps? Sollen wir es in Lager oder abfahren? Ich stehe zusammen, wir fahren es gleich ab, das bringt auch wieder Geld, ne, für den Anfang. Jo. Ja. Okay. Gut. Dann würde ich sagen, war es das wieder für den Part. Wir haben die Zeit erreicht. Ja. Bedanke mich beim Christian und beim Steffen fürs Helfen. Jo. Ja, bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Ich fahre jetzt hier noch ein bisschen Wasser. Der Steffen mäht noch ein bisschen. Der Christian erntet. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao. Tschüss. Tschüss.